Ich schaue mich mal ein wenig im Tempel um. Ja, überall kunstvolle Teppiche, die ausgebreitet worden sind, Schleier, die von oben herunterhängen, angenehme Lichter, die das Ganze ja nicht nur in eine schöne Farbe tauchen, sondern auch in einen angenehmen Geruch versetzen. Statuen, nicht nur von Raya, sondern auch von anderen Pferden, von anderen Märtyrern. Wandbilder, Gemälde. Kleine Fresken, die dann in den Boden geschliffen worden sind. Ein sehr schöner Tempel. Gibt es, wie viel Ein- und Ausgehen gibt es aus dem Tempel hinein selber oder heraus? Es gibt ein großes Hauptportal und irgendwo auf der Seite dann einen zweiten Abgang, wo man dann ja auch nach draußen treten könnte. Und auf der hinteren Seite gibt es dann auch noch die nächsten Räume, wo man dann nicht aus dem Raya-Tempel dann rauskommt, sondern wo man dann in andere Komplexe treten könnte, wie Halle des Rausches, Halle der Ekstase oder die Bildergalerie. Es gibt dann auch einen weiteren Abgang, wo man wohl in den Garten gelangen könnte, aber dann eben nicht von hier aus weiter. Also du machst so nach und nach drei, vier, fünf Türen aus. Nun, zur Verteidigung ist dieser Ort denkbar schlecht geeignet. Wollen wir hoffen, dass nichts passiert. Was sagt ihr dazu, Rafim? Und ihr Rita und Ture, seid ihr erfahren? Nun in der Belagerung? Erfahren genug. Ja, ich würde sagen, das ein oder andere habe ich auch mitgemacht. Auch im Kontakt mit Dämonen schon, leider. Wunderbar. Ja, aber ich dachte, es ist eh irgendwie so ein Traumproblem. Wie löst man denn Traumprobleme? Hat da jemand Erfahrung? Mein Blick geht zum Golgari. Nun, wenn das soweit ist, dann wird sie höchstwahrscheinlich anfangen zu träumen, zu schlafen, Albträume. Wir können mit in diese Traumwelten eindringen. Allerdings kann es sehr gefährlich dort werden. Zwar kann der Schlafende selber nicht sterben, wohl aber diejenigen, die in die Träume mit eindringen. Es könnte sein, dass sie dort ihre Seele verlieren. Nun, das wollen wir doch verhindern, nicht wahr? Das wollen wir verhindern, korrekt. Was ist, wenn dem Träumenden etwas in der hiesigen Welt geschieht, wenn sein Leib hier getötet wird? Und wenn sein Leib hier getötet wird, dann stirbt der Schlafende auch. Also werden wir wohl Wachen brauchen, während einige sie im Traum begleiten. Solange wir uns in diesem Tempel aufhalten, bin ich nicht davon überzeugt, dass die Paktierer oder Dämonen diesen Tempel betreten können. Aber ja, wenn es soweit ist, dann werde ich euch in den Schlaf versetzen. Ihr könnt dort eindringen und ich werde euch in der hiesigen Welt bewachen. Ein gut gezielter Armbrustbolzen vom Tor kann ja auch reichen. Wie gesagt, ich werde aufpassen. Auch die Schleier können vorgezogen werden. Ich werde diesbezüglich mit Flamingo sprechen. Ich hätte Sehr noch gut. eine Frage, vielleicht eine etwas, nun ja, vielleicht ketzerische Frage. Wäre es nicht am besten, den Schlaf zu verhindern? Selbstverständlich wäre es möglich, diesen Schlaf zu verhindern, aber wir sprechen hier nicht von einem profanen Traum, sondern von einem dämonisch herbeigeführten. Und dieser kann nicht verhindert werden. Nicht, wenn die Herrin der schwarzfaulen Lust dies will. Es sind tödliche Träume. Nun, dann werden wir wohl auch diesen Weg gehen müssen, wenn es soweit ist. Derweil könnt ihr erkennen, wie wohl ein Akolut ungefähr 12 Jahre auf euch zu rennt und dann vor euch stehen bleibt. Er ist komplett außer Puste. Ich soll euch holen. Euch alle? Ich weiß es nicht genau. Draußen steht jemand. Jemand von der Wache. Oder ein Torero. Ich bin mir nicht ganz sicher. Beide.
Sie wollen euch sprechen. Ich sollte euch holen. Also euch vier, glaube ich. Sonst die mit der Frau. Ich glaube, ich schaue mir das mal an. Ich bleib hier bei der Dame. Rafim, wollt ihr oder soll ich? Ich habe euch immer schon für die Diplomatischerin gehalten. Ja, natürlich recht. Nun gut, dann passt gut auf diese Frau. Und ich würde dann hinterher gehen. Ich nestle schon mal vorsichtig an meinen Dolchgurten rum, nehme ein, zwei in die Hand, prüfe sie ein bisschen, stecke sie wieder zurück, sodass ich schnell mit den Fingern dran bin. Mhm. Ja, wenn ihr dann dem Akoluten folgt, Tura will bei der Paktiererin Vultura bleiben, beziehungsweise Shania, wie sie sich jetzt nennt. Die anderen können dann dem Akoluten wieder folgen, der ist immer noch außer Atem, rennt aber trotzdem wieder zurück zum Eingang. Und wenn ihr dann auf die Treppenstufen tretet, könnt ihr erkennen, wie sich unten auf der Mitte des Platzes wohl jetzt nicht nur ein Grünrock befindet, sondern eben auch ein Matador, jemand, der dort mit einer auffallend almadanischen Kleidung, mit einer Tracht dort steht und vor sich haltend, könnt ihr erkennen, Witwe Prutz. Was ist denn das? Señores! Willkommen zu dieser Vorführung! Ich würde da mal hinstapfen, wie Wut entbrannt. Nehmt die Hände von der Witwe! Señores! Ich brauche nur eine Seele. Eine Seele für eine Seele. Ihr bekommt sie. Und ich. Vultura. Ihr bekommt nichts von beiden. Bringt sie raus aus dem Tempel. Dann geschieht dieser Witwe nichts. Wie weit stehen wir von ihm weg? Boah, also wenn ihr die Tempelstufen runtertretet, so grob 50 Schritt aktuell. Wenn ihr dann komplett runtergestiegen seid, dann seid ihr vielleicht auf 20 Schritte ran. Ihr hält ihr auf alle Fälle, was ist das, ein Kries, also so ein Opferdolch, hält ihr hier gerade an ihre Kehle. Ist euch diese Paktiererin so viel wert wie eure Freundin hier? Wirklich? Auch wenn ich das hier tue? Er nimmt den Dolch und sticht ihn ihr in den Oberarm. Wird Prutz heult laut auf. Ich gehe rein. Ich würde mich auch weiter nähern. Also ich gehe wieder zurück in den Tempel. Ja. Wo geht ihr hin? Ich hole die Paktiererin. Ihr werdet nichts dergleichen tun. Eine Seele für eine Seele. Ich zwinke Abel mir mal zu. Sie ist nur eine Paktiererin. Nichts, was euch Bemühungen machen sollte, oder? Sie ist sowieso verloren. Aber eure Freundin hier, die könnt ihr retten. Aber mir. Nicht wahr? Ich würde mich weiter nähern. No, 10 Schritt hast du noch. Er nimmt wieder den Kries und steckt ihn dir in die Fleischwunde am Oberarm, wo er langsam mit einer drehenden Bewegung in den Oberarm weiter sticht und dann mit jedem Schritt, den du weiter auf ihn zukommst, zieht er die Klinge weiter runter. Hört auf! Ihr solltet in den Tempel gehen. Stellt euch mir, wenn ihr den Mut habt. Das ist nicht meine Aufgabe. Hier geht es nicht um euch, Senior. Ihr seid ein Feigling. Lass du stehen? Ja. Aha. Lange habt ihr nicht mehr. Die alte Frau wird bald ausgeblutet sein. Lass sie los. Jetzt. Eine Seele für eine Seele. Eure Seele ist nichts wert. Hier geht es nicht um meine Seele, sondern um die von Vultura. Und sie ist genauso viel wert. Also nichts. Wie meine. Nun, ihr meint, es geht nicht um eure Seele, aber... Aber mir ist tut so weh. Beruhigt euch, Frau Putz. Wurde denn ein Ignifaxius, aber ohne Sprachkomponente vorbereiten? Ja. Ich will währenddessen, bin ich in den Tempel reingegangen, suche mir einen anderen Ausgang, versuche den Platz zu umgehen und in seinen Rücken zu kommen. Ja, dauert natürlich ein bisschen, aber du kannst auf alle Fälle losgerannt sein.
Also sobald ich außer seiner Sichtweite bin halt. Ich rufe noch mal kurz in den Tempel rein. Paktierer vom Tempel. Oh! Mein Aufruf. Du, hier bleiben. Ich gehe erst umbringen. Hm. Macht ihr nur. Ein Paktierer ist gekommen. Hier. Und ganz allein. Oh, heute ist aber auch Rafims Tag. Ja, ich würde schon mal mein Schwert ziehen und dann aus dem Tempel marschieren. Ja, derweil wird für Putz wohl unangenehm die Hand unter ihre Kinn genommen, der Hals so ein bisschen nach oben gezogen, sodass ihr Hals wirklich ein bisschen überstreckt wird. Das muss unglaublich wehtun, vor allem bei so einer alten Dame. Und er leckt jetzt gerade so ein bisschen an ihrem Hals. Also du kannst auch keine Paktmale an ihm erkennen. Du bist dir nicht ganz sicher, was das für ein Trovere ist, also dieser Matador. Er sieht... Ich hoffe, mal eine Menschenkenntnisprobe habe mir. Plus 7. Oder Götter... Nein, die Götter... Magiekunde. Nicht gleich los. Zählt dämonisch? Nee. Ja. Spezialisierung trotzdem gelungen. Ja, mit einer 17. Krass. Du bist der Meinung, dass er ist selber kein Paktierer, er wird wohl eher beherrscht. Das kannst du an dem trüben Glanz in seinem Auge erkennen. Gut, ich habe ja genug Zeit gesammelt und würde dann einen Ignifaxius, wie gesagt, ohne Sprachkomponente, aber mit der Geste, auf seinen Arm wirken, Variante enger Strahl. Auf den Arm, in den er den Chris hält, den Opferdolch. Mhm. Mit 5 wie 6. Aua. Wie gesagt, enger Strahl ist plus 3. Die Komponente nochmal plus 7. Also plus 7 wird halbiert für Guildmagier. Heißt plus 4, plus 3. Also 7er Schwernis. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, was der Kampfmagier, der neue Schatten, macht. Da hast du schon mal eine 1 dabei. Ah, die noch irgendwie verschippen. Oh, hast du ein Schiffi, ja. 18 und 19 auf jeden Fall die ganze Pro nochmal. Ich habe erstmal nur die 1 gesehen. Ja, 18, 19, also ist ja ganz schlecht. Haben wir alles. Noch einmal. Diesmal ist sie gelungen. Ja, aber nicht gut. Ja, ist ja egal. Ist ja egal. Gut, du hattest gesagt 5 W6, ne? 5 W6, schießt auf 10 Meter Entfernung. So, dann sag mir mal bitte die Komponente von enger Strahl. Da kommt noch mal, wie viel, kommt da noch ZFP Stern dazu? Nee, es sind einfach nur die 546. Genau. Wunschwelle minus 2? Vierhandiger Strahl, den keinen Rüstungsschaden, dafür aber pro K.O. halbe minus 2 Schadenspunkte eine Runde anrichtet. Mhm. Also ich weiß nicht, eine Konstitution hat. Also geh mal von der Konsti von 14, 15 aus bei ihm. Dann wären es bei Konsti halbe 7 oder 8 minus 2. Also 6, alle 6 Schadenspunkte kriegt er eine Runde. Ja, beziehungsweise wenn er eisern ist, dann ist er wieder auf der 8, beziehungsweise warte mal, 14 sind 7. Also er kriegt bei der 7 kriegt er die erste, bei der 14 kriegt er die zweite. Ich will ja nur damit erzielen, dass er die Waffe oder den Arm nicht mehr gebrauchen kann. Ja, dann würfel ich mal seine Selbstbeherrschungsprobe. Mit der 17 fällt er nicht in Ohnmacht. Aber er kann seine Wunden nicht ignorieren. Das heißt, sein Kries bleibt in der Wunde stecken. Und er zieht seine Hand, nicht zurück, aber sie wird ihm weggesprengt. Durch den Feuerstrahl, der aus deinen Fingern schießt, wird ihm der Arm weggerissen. Du hörst das Knacken, Brechen und Knistern, wenn der Arm dann auch in Flammen steht. Wir beachten die sekundären Infekte. Und dann kann auch... Ja, Reto, hast du Aufmerksamkeit? Wir würfeln mal Initiative. Du bist auf alle Fälle dann schon heran. Rafim steht oben an den Tempelstufen. Ich habe Aufmerksamkeit. Also bin ich bei 14. Dann bist du zumindest nicht schnell genug. Wir brauchen nochmal eine Abelmir-Initiative.
gerade gewürfelt, aber kann ja. Ja, ich bin bei 17. 4 bei 20. Dann bist du bei 20. Okay, wir fangen an von unten nach oben. Ich würde gerne vor den Bogenschützen vorziehen und wird Protz in den Hals beißen. Kann ich auch vorziehen? Ja, natürlich kannst du vorziehen. Ich bin auf der 17, du bist auf der 20. Ich würde auf ihn zustürmen. Schaffe ich es, ihn zu erreichen? Ich weiß, 10 Schritt war ich entfernt. Ja, hast Aktion Position oder einen Sturmangriff? Ich habe keinen Sturmangriff. Das ist nicht gut. Nun, ich würde auf jeden Fall auf ihn zurennen. Umreißen kann ich ihn wahrscheinlich nicht mehr, weil mit 2 mit Sprint, vermutlich. So Aktion Position, dann hast du 8 Meter, beziehungsweise mit 2 freien Aktionen kannst du auch auf die 10 Schritte heran. Aber dann bist du auf alle Fälle nicht vor seiner ersten Aktion dran. Das heißt, er würde ihr weiter in den Hals beißen. Aber du kannst mit einer Aktienposition auf ihn zusprinten. Das geht. Ja, ich will auf ihn zusprinten. Das ist besser, als auf der Entfernung zu stehen. Gut. Dann kannst du an ihn herantreten. Vorher beißt er in Witwoprotz Hals. Eben hat er drüber geleckt. Jetzt beißt er zu. Ich würde noch vorher versuchen, ihn einzuschüchtern. Einzuschüchtern? Auf Entfernung. Und von oben? Was anderes habe ich nicht. Ja, dann wie? Wenn du sie anfasst, du Hurensohn, ich reiß dir jeden einzelnen Knochen raus. So, dann hoffe ich und bete ich. Ja, es juckt ihn nicht. Ja. Ich glaube, Witwoprotz wird sich nicht weiter wehren. Ich würfe einfach mal den Schaden. Es sind nur 7 TP, aber in den Hals. Definitiv eine Wunde. Glasknochen hat sie nicht. Witwoprotz fällt in Ohnmacht. Beziehungsweise hat eben schon Blut verloren, aber... Dann steht Abelmir neben ihr, beziehungsweise warte, 1, 2, 3, vorher dürfte Reto schießen. Jo, wie weit stehe ich weg von dem Ganzen? Das kommt drauf an, ich würde mal sagen 40 Schritt. Bringt mir das gar nichts, ja, dann renne ich halt näher hin. Okay, ich dachte, du hattest einen Bogen. Nö, ich habe Borndorne. Borndorne, ich dachte, du wolltest mal mit dem Bogen schießen. Nö. Ja, dann kannst du auf alle Fälle weiter sprinten. Ich sag mal, wenn du sprintest, hast du Geschwindigkeit mal 3. Kommt hin, dann bin ich bei... 8. 8 mal 3? 24? 24. 24, dann sagen wir 25 Schritt. Das heißt, du stehst jetzt nach 2 freien Aktionen, beziehungsweise nachdem du hingesprintet bist von 40 minus 25 sind 15 Schritt. Mhm. Gut, Rafim hatte versucht zu überreden, Abelmir darf irgendwas tun. Ich würde, während ich, ich weiß nicht, ob sowas kann, beim Sprinten den Säbel ziehen. Hast du schnell ziehen? Nein. Dann dauert das eine Aktion. Dann dauert es eine Aktion und würde, wenn es geht, mich zwischen ihm und Witwe Prutsch stellen, oder geht das nicht? Oh, doch, kannst du machen. Dann bekommt er aber einen Passierschlag und er hat noch eine weitere Aktion, ne? Gut. Gut, dann kriegst du erstmal den Passierschlag von ihm. Ach, das ist gelungen. Das heißt, er beißt dich auch. Ich muss gerade mal schauen. Hast du Rüstung an? Am linken Bein? Am linken Bein habe ich eine Rüstung von 1. 1, okay, dann bekommst du 3 TP minus 1 und 2 SP. Gut, dann nehme ich die. Also er wird dich beißen. Du siehst, dass er normale Zähne hat, also er ist ein ganz normaler Mensch, aber er hat einfach zugebissen. Es scheint wohl dieses Wesen des beherrschten Belkelel dieser Präsenz zu sein. Und er hat noch eine weitere freie Aktion. Er würde ganz gerne auch seine Waffe ziehen, und zwar einen Stockdegen. Okay. Dann nächste Kampfrunde. Wir fangen wieder an. Ich würde gerne vor Reto vorziehen und Abelmir angreifen. Das kann er gerne tun. Gut, dann möchte er gerne zustechen. Er würde gerne auf DKN kämpfen. Hast du da ein Problem mit? Ich habe einen Säbel. Gut, dann kämpfen wir auf DKN. Und er macht eine Finte 5. Getroffen. Als mir erschwert von 5 jetzt. Genau, deine Parade plus 5. Ansonsten macht er 8 TP.
Nein, das macht er nicht. Gut, dann hast du es pariert. Könntest jetzt natürlich auch angreifen. Ich würde jetzt einen Wuchtschlag 6 ansagen. Wuchtschlag 6, ja. Das ist misslungen. Dann wandle ich spontan um und möchte mit einer plus 4 umwandeln. Jo. Mach ich irgendwas? Mach einen gezielten Stich. Das heißt plus 4 und nochmal plus 4 und deine Rüstung ist 1, ne, oder? Im linken Bein? Also nee, ganz, achso, muss ich. Drei. Nee, warte, gesamtes 3. Wir gucken einfach mal auf die Zonenrüstung. 15 nicht geschafft. So, dann ist Abel mir fertig, dann ist mein Trovere ist durch. Reto dürfte jetzt. Gut, ich bin jetzt 15 Meter ran. 15 Meter mit Wurfdolchen bewaffnet. Okay, dann nutze ich noch eine freie Aktion und gehe nochmal 8 Schritt ran. Ja. Und dann mache ich einen. Also, er ist im Kampfgetümmel. Mit Abel mir. Gut, dann habe ich. Und Witwe-Prutz. Zwei Personen. Dann, er ist mittel. Ist Menschen groß, ist nur plus 2. Mhm. Dann, ich ziele auf keine besondere Stelle, aber ich mache einen Eisenhagel und zwar mit 3 Wurfdolchen. Junge. Ich krieg nochmal eine 6. Erschwernis. Ja. Und für jeden weiteren Schuss als den ersten nochmal plus 2 extra. Ich hoffe, du triffst Abel mir in den Kopf. Oder wird per Putz? Also ich beginne mit einer plus 12. Erster ist getroffen. Was würfelst du auf die 30? Yep. Ja. Dann der zweite ist plus 14. Ja. Noch ist egal, noch kommt es nicht drauf an. Ich würfel so schön die 20. Nochmal und jetzt haben wir eine plus 16. 10. Drei Treffer. Schaden? Wow. 1W6 plus 2 und das Ganze mal 3. Mal 3? Ja, weil es 3 Dolche sind. Ja, also dann 3W6, genau. Genau. Nicht mal 3. Gut, dann kriegt er einmal 1, 2, 3. Linkes Bein, Schwert am schweren Arm. 4, 7 und 8. Achso, warte mal, sein Schwertarm ist ja auch schon der Verbrannte, ne? Genau, mit 17 Schadenspunkten. Ja, richtig. Dann wird da definitiv. Ist da eine gesenkte Wundschwelle bei Born? Also bei Pfeilen weiß ich's. Wie sieht das aus bei Wurfmessern? Boah, das ist eine Frage. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es eine gesenkte Wundschwelle wäre. Zumindest bei der 8 könntest du dann die dritte Wunde machen. Born, Sekunde. Ansonsten prasseln deine Borndorne auf ihn ein, bleiben in seinem Fleisch stecken, wenn du von der Seite herangesprintet bist. Was tust du, Raphim? Ich sprinte auch dahin. Gut, dann hast du auch 50 Meter. Nee, was hatte ich gesagt? Wie viele Meter waren das? 30 Meter, 30 Meter entfernt war er ganz grob, 50 Meter. Du läufst aber auf ihn zu, also wird wohl noch mindestens 2 Kampfrunden dauern, bis du ihn dann erreicht hast. Genau. Genau. 1, 2, 3, Selbstbeherrschungsprobe. Schade. Dann fällt der Trovere mit den Borndornen in seinem verbrannten Fleisch nach hinten. Kampf ist vorbei. Ich würde mich dann zuvor vor Prutz umdrehen und nach ihren Wunden erstmal gucken, ob sie lebensgefährlich sind oder. Also für eine alte Frau kann das sicherlich sehr lebensgefährlich werden. Also siehst dann Würfel, Heilkunde und Wunden. Aua. Aua. Ich habe keinen Schicksalspunkt mehr. Nein. Ja, sie wird sterben. Hier und jetzt wird sie sterben und sie ist ohnmächtig. Das heißt, du kannst dich nicht mal mehr von ihr verabschieden. Kann ich wenigstens einen Balsam wirken? Klar kannst du einen Balsam wirken. Dann würde ich einen Balsam wirken auf ihre schlimmste Wunde, auf ihren Körper. Ja. 10 ausp.
Komme ich jetzt erschwerend auf die Frage? Wie hat der also du mit dem Patzer, ich würde, du hast 10 angesagt, ich ziehe dir 20 ab, also finde ich eine, ja, warum nicht? Also sie kriegt dann noch 20 Lebenspunkte wieder, aber du bist der Meinung, dass 10 nicht reichen, dementsprechend du musst wohl 20 reinsprechen. Nee, meine Frage ist, auf den Balsam kriegst du eine Erschwernis? Nee, auf den Balsam kriegst du keine Erschwernis. Gut, dann wirke ich den Balsam und spreche dabei Etor Tal Tuvak. Gelungen. Kannst du 20 ASP abziehen, bist noch bei 15. Und dann siehst du, wie die riesige Gestalt von Rafim angelaufen kommt und neben dir stehen bleibt. Ich pack mal den Paktierer am Kragen, also den vermeintlichen Paktierer, und schleife in Richtung Raya-Tempel. Ja. Hab ich alles verpasst? Oh, scheiße. Du siehst mich da in tiefer Konzentration über Frau Putzknie, die ihr noch blutet. Aber es vielen Wunden, aus zwei Wunden, glaube ich, mindestens. Ich würde mich mal über die beiden stellen und mich umschauen, ob dann jetzt nicht noch irgendjemand kommt. Ja, du kannst dir den Platz genauer ansehen. Siehst da wohl, wie einige Grünröcke dich ansehen, Stadtwachen, die dich mustern, Punina, die jetzt aus den Fenstern herausschauen, über dir jetzt anfangen zu reden, zu schnattern auf ihrem almadanischen Dialekt und dich begutachten, Abelmir begutachten, die ganze Szenerie und ja, mich misstrauisch ansehen. Das ist undramatisch. Ich würde einfach nur Ausschau halten, ob irgendjemand ein Schwert zieht und auf uns zurennt. Nee, Schwerter werden da nicht gezogen. Die Grünröcke, vielleicht den einen oder anderen hast du auf der Wachstube schon gesehen. Die trauen sich da jetzt auch nicht gegen dich aufzubegehren, auch wenn das jetzt Stadtwache ist, aber die wissen halt, wer du bist. Gehört.